Wo sind Schlauch? Ja, wir wurden alarmiert am späten Vormittag zu einem Lagerhallenbrand. Festgestellt, dass eine Werkstatt und ein Reifenlager in voller Ausdehnung brennt. Das Dach war schon teilweise durchgebrannt. Wir haben uns dann darauf konzentriert, den angrenzenden Verkaufsraum sowie eine weitere Werkstatt zu halten. Dies ist uns auch durch den Einsatz mehrerer Rohre und Monitore gelungen. Die größte Gefahr natürlich in der Werkstatt die Gasflaschen, die gelagert sind, sowie die Ausbreitung in die angrenzenden Gebäude. Also eingedämmt haben wir zuerst mit einem massiven Wasserangriff, haben die Drehleiter eingesetzt mit Monitoren sowie Wasserwerfer, fahrbare. Später dann der Löscherfolg ist mit ca. 1500 bis 2000 Liter Schaummittel gelungen dann. Also eingesetzt schätze ich jetzt mal 150 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau, Kelsterbach, Raunheim, Langen, Rüsselsheim, die Messgruppe des Kreises, der ELW2 sowie diverse weitere Abendschutzgeräteträger, die wir nachgeführt haben. Die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Also die Messgeräte der Feuerwehr haben nichts feststellen können. Es war also alles unterhalb der Nachweisgrenze, was wir messen konnten. Also wir konzentrieren uns jetzt noch auf die Nachlöscharbeiten. Wir müssen noch prüfen, ob die Halle einsturzgefährdet ist, ob eventuell eine Mauer oder das Dach irgendwie eingerissen werden muss. Ansonsten wird sich dann das noch bis in die späten oder in die frühen Abendstunden hinziehen, denke ich. Ende. Ich bin noch mal zu Hause.